Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Kinolorbeer zählt definitiv neben Leuten wie Vinegar Syndrome, Shout Factory, Arrow Video und so weiter und so fort zu den wichtigsten, besten und einflussreichsten amerikanischen Filmlabels, die dafür sorgen, dass einige ansonsten womöglich komplett vergessene Genreperlen aus längst vergangenen Tagen auch ein High Definition bzw. aktuell sogar 4K UHD Debüt feiern dürfen. Und offensichtlich haben die vor einiger Zeit ein neues Sublabel gegründet, nämlich Kinokult. Und da habe ich vom lieben André L. in meinem Mystery-Paket die ersten 4 Titel zu Kinokult bekommen, wobei hier interessanterweise 2 Filme von Phil Smoot und 2 Filme von Jess Franco mit dabei sind. Wie in Amerika gewohnt, bekommen wir hier einfach nur die Standard-Keep-Cases in einem O-Card-Schuber, wobei anders als eben bei Vinegar Syndrome diese O-Card-Schuber recht dünn ausgefallen sind. Und man merkt hier, finde ich, noch bei den ersten Titeln, so wie es André auch formuliert hat, noch ein paar kleine Kinderkrankheiten, so dass eben der erste Schuber vom ersten Teil deutlich größer ausgefallen ist und deutlich breiter ausgefallen ist beim Spine als bei den anderen Titeln, was natürlich dann beim Transport zu Verformungen führen kann, weil ja das Keep-Case, das drinnen ist, de facto nicht breiter ist. Man sieht das, finde ich, auf der Seite ganz besonders deutlich, dass das hier eben scheinbar auch ein bisschen nicht schief gewickelt, sondern schief geklebt ist. Aber ist jetzt alles eigentlich halb so wild? Ich würde mir stattdessen gerne einfach einmal die entsprechenden Titel mit euch anschauen, denn da sind sicherlich einige interessante Sachen zu holen. Es gibt hier auf der einen Seite den Film Lorna, The Exorcist aus dem Jahr 1974. Gut. Es ist wahrscheinlich kein leichtes, alle Filme von Jess Franco zu kennen. Immerhin hat er alleine laut OFDB bei 212 Projekten auf dem Regiestuhl gesessen. Und ich würde fast tippen, dass die Dunkelziffer noch deutlich größer ist. In dem Fall handelt es sich eben um einen Film aus dem Jahr 1974 mit Lina Romay und Howard Vernon, den man hierzulande wahrscheinlich kaum kennen wird, weil es gibt zwar auch in Frankreich über La Chaque qui fume eine Blu-ray-Auswertung, er ist auch dort natürlich auf Videokassette erschienen, aber im deutschsprachigen Raum wurde dieser Film niemals vertrieben und ist niemals veröffentlicht worden. Deswegen hier auch ein Blick auf die amerikanische Blu-ray, die zudem auch noch ein bisschen Bonusmaterial enthält und Region Code Free ist dabei, allerdings scheinbar eben nur im Französischen, würde ich jetzt an der Stelle tippen, original mit englischen Untertiteln ausgestattet ist, wobei es interessanterweise auf der französischen Blu-ray auch eine englische Tonspur gibt, also könnte man womöglich hoffen, dass, ach hier steht sie, includes both English and French audio tracks, das ist natürlich für mich eine tolle Sache, weil ich persönlich ja also weder die französische Sprache noch besonders schön finde, noch gerne Untertitel einen ganzen Film mitlese. Also da würde ich definitiv dann die englische Sprachfassung bevorzugen. Aber neben diesem Film von Jess Franco würde ich jetzt tatsächlich gleich einmal zur Nummer 4 von dieser Reihe gehen, nämlich dem zweiten Jess Franco. Das ist der Film Sinner, The Secret Diary of a Nymphomaniac, auch genannt, gut, La Journal in Team, die direkte Übersetzung. Auch das übrigens ein Film, den es in Frankreich über La Chaque qui fume auf Blu-ray gibt, wo es ebenfalls eine englische Tonspur mit dabei gibt. Interessanterweise, dass die Featurettes von der französischen Blu-ray hier bei den amerikanischen Auflagen nicht übernommen wurden, sondern dass sich Kino Lorbeer hier für eigene Specials scheinbar interessiert hat und engagiert hat, während vor allem Alain Petit für Frankreich gearbeitet hat. Doch, es gibt aber tatsächlich auch noch ein Special mit Gérard Kikuin, das hier noch mit dabei ist, mit Jacqueline Laurent. Also doch die ein oder andere Überschneidung. Wobei auch in dem Fall besonders erwähnenswert ist, dass es sich im Gegensatz zu Lorna interessanterweise hierbei um eine Region Code A Blu-ray zu handeln scheint, dass es eben keine Abspielmöglichkeit gibt hierzulande, außer man hat eben einen Code-Free-Spieler. Auch Sinner, übrigens einer von den Jess Franco-Filmen, die es niemals bis hin zu uns geschafft haben und wo natürlich die Chancen relativ gering stehen, dass sich das jetzt dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch einmal ändern wird. Aber kommen wir dazwischen
zu den Filmen, zu denen natürlich mein Herz noch ein bisschen deutlicher schlägt. Denn neben den beiden Jess Franco-Filmen gibt es auch noch zwei Phil Smoot-Filme in dieser Reihe bei den ersten vier Nummern. Wobei ich natürlich ganz am Anfang gleich einmal die Frage stellen muss, who the fuck ist Phil Smoot? Das ist ein Regisseur, dessen übrigens komplette Filmlibrary jetzt hier gerade schon vor mir steht. Er hat als Regisseur nur diese beiden Filme gemacht, auch als Drehbuchautor, ist allerdings vor allem als Produzent aufgetreten bei 35 Produktionen, hat für tolle Titel wie Warbirds oder Hoodrat oder Hellraiser 3, The Boneyard, Kinder des Zorns 2 oder freaking hell, California X Massacre, eines der unerträglichsten Machwerke der Filmgeschichte, als Produzent gearbeitet, war Assistant Director bei The Boneyard im Jahr 1991 und hat sogar die B-Kamera im 3D-Verfahren von Stärker als stählerne Ketten mitbedient. Dabei schauen wir jetzt allerdings einmal auf den ersten Film, der hier auf der linken Seite steht, auch mit Lasche LaRue in der Hauptrolle, die lustigerweise auch bei seinem zweiten Film mitgespielt hat. Waren die vielleicht irgendwie verbandelt? Das ist ein Film, der im deutschsprachigen Raum über Rebell Video veröffentlicht wurde, sogar mit FSK 16 Fassung, Freigabe und laut OFDB in der ungeschnittenen Fassung. Dabei ist dieses Artwork, das wir eben hier auf dem Schuber außen finden, dasselbe Artwork, das eben für diesen Film auch für den deutschen Release verwendet wurde. Allerdings ist der Film auch hierzulande ein bisschen Lost Media geworden, denn einen DVD oder gar Blu-ray Release gibt es bei uns von dem Film nicht, wobei ich das vor allem laut Ansicht alleine schon von den Backbildern auf dem Backcover absolut schade finde, insbesondere wenn es sich um eine 4K-Restauration vom Original 16mm Kameranegativ handelt, der Regisseur in dem Fall sogar einen neuen Audiokommentar eingesprochen hat, also das auf jeden Fall jemand ist, der auch egal wie wenig er quasi im Filmgeschäft geleistet hat, da noch ein bisschen mit Herz und Seele dabei ist. Aber apropos mit Herz und Seele, holy freaking hell! Ich muss ja zugeben, ich fand ja das Cover-Artwork schon genial, aber im Vergleich zu dem hier kann das ja wirklich gar nichts. Abgesehen davon, dass das noch einmal wesentlich höher und besser wirkt, dadurch, dass es ein blaues Cover-Artwork ist bei, der blauen Blu-ray-Hülle, finde ich, dass diese Zeichnung hier auf diesem Front-Cover-Artwork doch schlicht und ergreifend grenzgenial ist. Alleine diese Pose, die sie hier hat, wo sie wahrscheinlich alleine durch den Rückstoß von dem Revolver aber sowas von auf die Pappen oder auf den Popsch fliegen wird, wohin sie eigentlich schießt, nachdem sie ja ganz offensichtlich 20 Meter hinter diesem Alien schießt, steht und dann links einfach gerade vorbeifetzt. Es ist einfach unbeschreiblich, wie wundervoll dieses alte amerikanische Originalmotiv zu diesem Film ist. Wäre natürlich, finde ich, fast auf dem Schuber noch geiler gewesen, wobei das ein bisschen noch mehr den Star Wars Vibe eigentlich hat. Also das ist ein schon einmal auf den ersten Blick absolut faszinierender Release, wo ich es echt kaum erwarten kann, den endlich in meinem Player zu haben. Insbesondere hier gibt es dann natürlich als Wendecover auch nochmal das andere Motiv, aber hier war für mich ganz klar, welches Motiv dann nach außen muss. Das ist eine großartige Sache. Und wir können natürlich auch an der Stelle gleich einmal zum nächsten Titel wechseln. Das ist dann The Dark Power aus dem Jahr 1986, der allerdings niemals bei uns erschienen ist. Zwar über Moonstone nach England gekommen ist, dort auch eine BBFC-Freigabe ab 18 Jahren erhalten hat und witzigerweise auf der DVD vorliegt, laut OFDB-Angabe in VHS-Qualität, was ich natürlich eben ganz, ganz wild finde, weil ich kenne natürlich noch aus Anfangszeiten meiner Sammelleidenschaft die Anfangs-DVDs von Labels wie Laser Paradise und sonstigen Dingen, wo man ja wirklich viele, viele grauenhafte Bildqualitäten erdulden musste, nur bei Filmen, die es heutzutage dann auch schon in 4K gibt und in großartig remasterten Formen. Und auch hier ist es eine 4K-Restauration vom 16mm Originalkameranegativ und natürlich hat man halt damals irgendwie einfach wesentlich weniger Arbeit in diese ganzen Sachen investiert und halt einfach, okay, passt, ihr habt die Rechte an dem Film, da kopieren wir die VHS, passt schon bitte. Wird ja wurscht sein bei einem Film wie The Dark Power.
Power. Auf jeden Fall bin ich da natürlich wesentlich mehr auf Seite der 4K und UHD und sonstigen Restaurationen, insbesondere, weil es sich hier im Gegensatz eben zu dem einen Jess Franco-Film bei beiden Phil Smooth-Filmen um Region Code Free Blu-rays handelt. Ich muss auch sagen, dass ich dieses Cover-Artwork hier absolut großartig finde, vor allem ihren irgendwie entsetzten, aber doch noch irgendwie mehr überraschten Gesichtsausdruck, während sie auch in einer Position dasteht, als hätte sie sich gerade mindestens 3 Wirbel ausgekugelt. Aber ist eine feine Sache. Im Inneren haben wir da übrigens auch wieder nur das gleiche Design, das wir schon außen haben, beziehungsweise da den gewohnten Disc-Look. Da ist ja auch ist Kino Lorbeer ja generell sehr, sehr sparsam bei ihren Disc-Artworks. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe jetzt noch gar nicht geschaut. Jetzt werden wir gleich einmal nachschauen. Wie viele von diesen Kino-Kult-Blu-Rays es eigentlich mittlerweile schon gibt. Auf der Seite von Kino Lorbeer sind da nämlich einige Titel gelistet, wobei aus irgendeinem Grund die Liste nicht ganz aufgeht, warum auch immer. Doch, jetzt geht's auf. Da ist zum Beispiel, so einfach ist das jetzt nicht, weil sie nicht nur die Kinokultreihe da listen. Naja, auf jeden Fall sind das die ersten 4 Titel von einer Reihe, wo ich definitiv sehr, sehr, sehr gespannt bin, was wäre, wenn Kino die noch fortsetzen würde, was für tolle Titel man dann noch finden kann, weil Kino Lorbeer ja natürlich auch in ihren normalen Reihen einige absolut kultige, kultverdächtige Titel hat. Und ich mich sehr, sehr freue, dass die jetzt in meiner Sammlung bin. Sehr gespannt bin, was man da noch entdecken können wird in der Zukunft. Aber das sind Dinge, vor allem natürlich die Phil Smooth-Titel. Bin ich extrem gespannt. Freue ich mich sehr, dass ich diese jetzt habe.